der Feuerwehrmann. Klar, das Geräusch kennst du. Und du weißt ja auch, was es bedeutet. Irgendwo ist etwas passiert. Entweder brennt es oder es hat einen Unfall gegeben. Und dann heißt es, schnell handeln. Dann starten die großen roten Einsatzfahrzeuge mit viel Lärm und Blaulicht und alle auf der Straße müssen ihnen Platz machen. Und drinnen sitzen die Männer und Frauen in ihren Schutzanzügen und Helmen. Auf sie kommt es jetzt schließlich an. Möchtest du einer von ihnen werden? Das ist gut, denn ohne die Feuerwehr würde in und außerhalb von unseren Dörfern und Städten schnell Chaos ausbrechen. Keiner wäre da, die Brände zu löschen, die Keller leer zu pumpen, wenn ein Kanalrohr geplatzt ist, Menschen zu retten, wenn sie ins Wasser gefallen oder in Autos eingeklemmt sind, erste Hilfe zu leisten, Tiere aus Notlagen zu befreien, Straßen, Felder und Flüsse vor giftigen Substanzen zu schützen und vieles, vieles mehr. Das ist ja ganz schön viel. Und ich dachte, es wäre vor allem das Feuerlöschen. Ja, damit hat alles mal angefangen. Die Aufgaben sind aber mit der Zeit viel umfangreicher geworden. Es gibt da 4 Wörter, die du dir vorab schon mal merken kannst, wenn du magst. Mit diesen Wörtern ist der Rahmen der Arbeit ganz gut abgesteckt. Sie heißen retten, bergen, löschen, schützen. Was bedeutet denn das genau? Beim Retten geht es meist um das Leben von Menschen, aber auch Tieren. Also, wenn Leute in brennenden Häusern festsitzen oder verletzt sind und dringend Hilfe benötigen. Dann sind die Feuerwehrleute da und tun alles, damit die Menschen am Leben bleiben. Oder sie helfen, wenn eine Katze auf einem Baum sitzt und nicht mehr runter kann. Dieses Bild ist berühmt, nicht wahr? Und sowas gibt es tatsächlich immer noch. Und das ist ja noch harmlos. Thomas Lübold von der Berufsfeuerwehr der Stadt Hagen hat mit einem Tier Folgendes erlebt, als er einen Anruf von Leuten bekam, die mit dem Auto unterwegs waren. Und so liegen sie nach Hagen gefahren und das Auto machte so merkwürdige Geräusche. Dann sind die hier angekommen und das Auto machte immer noch merkwürdige Geräusche. Und das machte die ganze Nacht immer merkwürdige Geräusche. Und morgens früh haben sie uns dann angerufen und wir sind dahin, haben halt die Motorhaube geöffnet. Und dann war da ein Marder. Der hatte sich mit seinem Vorderpfötchen im Keilriemen verfangen. Dann haben wir den halben Wagen auseinandergebaut, um den Marder da rauszuholen. Man kann sich ja vorstellen, wie eng so ein Motorblock ist. Und wenn dann so 4 Feuerwehrleute versuchen, da das auseinanderzubauen und gleichzeitig das Tier ruhig zu stellen, ja, war schon ziemlich skurril. Wow, so viel Einsatz für einen Marder. Ja, aber das gehört zum Selbstverständnis der Feuerwehr. Und ein Tierleben zählt da fast genauso viel wie ein Menschenleben. Beim Bergen, dem zweiten Punkt, geht es vornehmlich um Dinge. Wenn zum Beispiel ein LKW umgekippt ist und seine ganze Ware verloren hat, dann ist dafür unter anderem auch die Feuerwehr zuständig, verloren gegangene Güter wieder einzusammeln. Das hört sich erstmal einfach an, das kann aber schnell ganz kompliziert werden. Es hatte sich mal bei Glatteis ein Krankenwagen festgefahren und wir kamen da mit keinem Auto hin. Der stand quer zur Straße und dann haben wir überlegt, wie können wir den jetzt da raus? Es ging mit keiner Winde und es ging, dann haben wir einen Mehrzweckzug genommen, nachdem wir überlegt haben, haben den am Baum angeschlagen und haben den quasi händisch rausgezogen. Dann haben wir den Zug wieder andersrum gesetzt, dass wir ihn einmal auf der Glatteisfläche um 90 Grad gedreht haben und dann konnte er weiterfahren. Da muss man aber erstmal drauf kommen, wie man das so macht. Also, auch das kann das Wort bergen bedeuten. Und was bedeutet dann schützen? Schützen heißt, alles zu tun, bevor etwas passiert und überhaupt zu verhindern, dass etwas passiert. Wenn beispielsweise große Feste sind oder Veranstaltungen wie Faschingsumzüge oder Public Viewing, bei denen mit sehr vielen Menschen zu rechnen ist, dann ist die Feuerwehr schon genau an diesem Ort, um zu beobachten, ob sich die Menschen so weit wie möglich korrekt verhalten und sofort einzugreifen, wenn etwas schiefzugehen droht. Von der Schule her kennst du aber sicher auch schon die sogenannten Brandschutzübungen. Und zum Schluss gibt es natürlich noch das Wort Löschen. Richtig. Hierunter versteht man dann wirklich alle Lagen, wo Feuer ausgebrochen ist. Naja, deswegen bist du ja wahrscheinlich überhaupt auf die Feuerwehr aufmerksam geworden. Klar, die Feuerwehr löscht Feuer. Aber du ahnst vielleicht jetzt schon, es ist ganz schön viel, was hier geleistet werden muss.
Thomas Lübold fasst das gerne so zusammen. Also wenn gar nichts mehr geht, dann kommt die Feuerwehr. Und dann sage ich auch immer meinen Kollegen und auch meinen Kameraden, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann weiß keiner mehr weiter. Das ist aber auch aufregend, oder? Dann ist die Feuerwehr ja sowas wie Superman. Superman ist ein einzelner Held. Hier bilden alle Mitglieder der Feuerwehr zusammen Superman, wenn du bei dieser Figur bleiben willst. Dann wärst du ein Teil von Superman. Na, immerhin. Dieses Hörbuch zeigt dir, wie du dir deinen Traumberuf verwirklichen kannst. Und auch, was auf einer Feuerwache so los ist. Dafür hat die Feuerwehr der Stadt Hagen ihre Hallentore und Feuerwehrautos aufgemacht, haben die Feuerwehrmänner und Frauen, die dort arbeiten, sich Zeit genommen, um alles genau zu erklären. Danach wirst du viel wissen. Auf jeden Fall genug, um eine klare Vorstellung zu bekommen, ob dieser Beruf dein Traumberuf bleiben kann.